So, und da kümmern wir uns direkt mal um den Rest des Schiffes. Hier, wie sah es denn überhaupt aus? Dann, ach komm, machen wir mal den. Der hat einen UI-Bonus. Hier, zack. Ein leicht erkältet, wie man vielleicht hört. Aber egal. Hier, du kämpfst gar nicht. Stattdessen macht er irgendwelche Gay-Fantasie mit seinem Marshallow. Wir finden einen Top-Trank, was natürlich immer gut ist. Und hier, zack, mal rein ins Stübchen. Und, hier haben wir auch so eine Männerbude. Eieiei, hier riecht es nach Schweiß und Testosteron. Naja, so inner ist das. Das erkennt man sofort. Und er schickt ein SEE-Pair in den Kampf. Machen wir natürlich einfach mal so eine Konfusion. Na klar. Zack, guck dir das an. What an outcome. Und hier, der Blubberpf. Da lachen wir drüber. Aber okay, das. Ist egal. Noch eine Konfusion und dann war's das für das SEE-Pair. Und ein Muschas. Und da. Da. Ach komm, dann lassen wir mal Gamma ran. Wenn wir schon mal hier Wasserviecher haben. Kann ja einfach mal so einen Rankenhieb drauf schmeißen. Hier, zack. Reicht. Das reicht. Ja, natürlich reicht das. Wie ein kleiner Boss. Und er ist schon Level 23. Auch ein Illuminat. Und da bietet sich natürlich an bei Tentara. Da wechsle ich wieder zurück zum Ui-Schänder Entführer. Weiß ich nicht. Und okay, die Tentakeln von Tentara. Haben die entschärft oder sahen die damals zufällig einfach nur anstößiger aus als heute? Weil ich glaube, also die neuen Sprites von Tentara, da sind diese Tackle nicht so. Also versteht, was ich meine. Obwohl die haben auch noch so knollige Enden, oder? Ich weiß es, auf dem Kopf weiß ich es gar nicht mehr. Egal. Hier, Chaos, der schafft das. Und, erreicht aber leider kein neues Level. Aber dafür dürfen wir den jetzt auf die erste Position packen. Dass der erstmal ein bisschen. Ach, der ist schon, ja. Hab ich ja alles schon erledigt. So, hier, den reiß ich mal von seinem Kaffee weg, der da hinten auf dem Tisch steht. Der wird jetzt erstmal umgebasht. Matrose. Mein Name ist Matrose. Ich war Hauptfigur, mit Hauptfigur in der ersten Staffel von Digimon. Kennt ihr die überhaupt noch? Matt und Ty. Das war cool. Die hatten dann Level Mega Digimon, das war episch. Das war Greymon und Metal Garurumon oder sowas, weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall so ein krasses Roboter-Wolfie, eigentlich ziemlich hässlich. Irgendwie war dann alles auf Level Mega Roboter. Ich weiß nicht. Hier, was sagst du dazu? Zum Thema Roboter, was sagst du? Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ich bin überhaupt nicht aufgedreht. So. Noch ein SEE-Pair. Die haben alle solche Viecher. Dabei wissen die gar nicht, dass es noch ein Zetra-King gibt bei denen. SEE-Tracking. Und die Konfusion geht schön ins Fleisch rein. Ja, wunderbar. Die Klinge der Mentalität. Und, ha. Sehr gut, damit sind wir alle wieder. Also wir sind jetzt eigentlich alle Illuminate, oder? Jo, durch die Bank. Und Mari ist die Erste, die sich da aus diesen Fängen befreit. Und bald haben wir dann den 24. Dezember. Das 24. Level und das ist dann so ein kleines Weihnachtsspecial, habe ich mir gedacht. Wenn die so Level 24 erreichen, ist so mein Let's Play Weihnachtsspecial. Ja, das habe ich mir nicht gerade eben erst ausgedacht. So, hier, dafür haben wir es doch. Zack. Speck, Scarf, Mari Bandana Shock es geht einfach durch. Wie ein Messer durch erhitzte Butter. So, hier nochmal. Ach komm.
Das hat Special Defense irgendwie ist das Vieh oder was? Was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Hier, Ruckzucki, reicht. So. Hat euch der Papa mir noch gezeigt, wie man das macht mit dem Pokémon. Hier. Äther. Stuhl. Und dann stören wir mal diese Familie noch. Ach ne, das ist Forever Alone Guy, okay. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Und der möchte natürlich kämpfen, wie jeder normale Mensch auf dem Schiff. Und direkt an das Tentara. Ach, ich hab noch den Herren, okay. Halb so schlimm. Ach, okay, das ist natürlich schlimm. Also sowas Übermächtiges, ich komme darauf immer noch nicht klar, wie die das damals so machen konnten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Na ja, los, machen wir so hier. Und der verfehlt seinen Nickel, wie sich das nämlich auch gehört. Zack, Donnerschock, Volltreffer. Ja, ja, Spezialverteidigung von Tentara ist nach wie vor hoch. Aber jetzt wird das Hütchen erstmal weggekloppt. Punkt, Ende, aus. Keine Tentacle Rape hier, das ist Gamas Spezialgebiet. Und wir haben hier einen Stern, du. Stern, ich. Stern, du. Davon haben wir auch schon mal eins weggebasht. Das machen wir ganz chillig, locker vom Hocker. Jetzt überlebt das mal so ein Donnerschock und tackelt mich. Aber pff, ach komm, hier. Ruckzuck. Hieb. Und dann tanzen wir ruckzuckhieb. Und dann drehen wir uns im Kreis. Und dann klatscht der ganze Saal. 2, 3, 4, ruckzuckhieb. Was haben wir hier? Ein Elektroball. Ach, noch besser. Okay, dann müssen wir uns das einfallen lassen. KP Plus. Gamma. Dein Dizu ist gestiegen. Dizu, Dizu. Was haben wir hier? Ist das sowas wie, Elektroball. Erholung. Njam, njam, nee. Was war das hier überhaupt? Ach ja, ach. Was machen wir mit dem Body Slam? Stimmt ja. Hier haben wir noch einen Blubstrahl. Kann auch nur unser Johnny erlernen. Der bekommt dann aber eine andere Wasserattacke. Schaufler, kann man auch erstmal nichts mit anfangen, oder? Kann man eigentlich verkaufen. Ist ja schade, weil das letzte, was ich mir hole, kann auch kein Schaufler. Zumindest, weil ich weiß. Na, ich behalte es erstmal noch. Aber der Body Slam. Tja. Ich würde sagen, für Slam. Für Slam den draufpacken. Oh, hier ein Fettsack. Lasst mich noch. Das war noch SZ-Zeiten. Das war noch cool. Lasst uns plaudern. Wie mit Preußen mit dem SZ. Ein Angler. Ein Angler. Das ist Robbie Williams. Ach, und ich war mal wieder total behindert. Die Strafe folgt auf dem Fuße. Mit dem schlechten Kampfanimationen, die sich hier so vorfinden lassen. Und deswegen hier, komm. Brechen wir uns Skin ab. Okay, er hat also den Wechsel predicted. Aber zack, Marie Ben Donnerschock. Was willst du machen? Bist du tot, Junge? Und jetzt habe ich schlug fehl und ich bin trotzdem noch verwirrt. Und ich mache trotzdem noch einen Donnerschock. Und das ist das Ende dieses hässlichen Tentaras. So will ich es nämlich auch sehen. Und ein Stern, du. Dann machen wir um die Verwirrung nicht zu kriegen, macht das nämlich der Herr von uns zu hier.
Zack, schade, dass es nur 10 AP hat, der Rankenhieb. Das stört mich gerade so ein bisschen. Da freue ich immer so was wie AP Plus oder keine Ahnung. So, Muschas, das macht wieder hier die Kollegin von vorhin. Ja, genau du. Du übernimmst das mal, ne? Yo, perfekt. So will ich das sehen. So, ne, da oben machen wir noch. Dann gucken wir mal, wo unser Zimmerchen ist. Damit wir uns mal ein bisschen heilen können. Der scheiß Typen. Ja, da habe ich jetzt keine andere Wahl. Da muss ich das jetzt, na gut, ich kann ja noch hier. So, diesen. Aber die haben jetzt alle Wasser-Pokémon hier, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwer hier für Johnny. Ist es schwer jetzt. Der hat solche Wasserattacken nicht so gerne. Ah, okay, aber es ist einmal Schollo. Und da ist natürlich ganz praktisch, mit dem Smetwo hier anzutreten. Und das kann dann nämlich mal so eine Hagino-mäßige Konfusion abfeuern. Der Karate-Schlag. Oh, Volltreffer. Und der ist... Hä? Müsste jetzt... Ach so, der war noch normal damals. Ich verstehe. Oh, I see. Und ich bin blöd. Und der Tackle reicht nicht mal. Ach komm, jetzt habe ich mich aber lächerlich gemacht. Egal. Useless Crit nochmal schön am Ende. Hier, der Kollege Tassilo ist ganz überrascht. Jetzt müssen wir uns aber erstmal heilen gehen. Wird das sonst nichts hier. Ach, wir haben sowieso die Ebene geschafft. Und Pikachu geht übelst ab hier. Yo, jetzt ist Party angesagt. Yo. Disco Pogo, Dingalingaling, Dingalingaling, alle Katzen singen. Nee, Atzen, ja. Katzen wären ein bisschen lustig. Und die sind nicht lustig, die sind Atzen. Hier, ich möchte mich heilen. Ich will mich bei dir ins Bettchen legen, mein kleiner Spion. Kleiner Geheimagent. Und bei den Zween, der Gaylord kann rausgehen, zu den Zween lege ich mich ins Bett rein. Hier, was kann einem... Heil mich! Hier! Du! Heil mich! Mach mich gesund! Exorziere diesen Dämon! Auch bekannt als Erkältung. Erst dann ist es das Auto. Ach komm, man muss doch irgendwo heilen können. Können wir nicht erzählen. Wann diese dumme, oder kann ich hier, ja, freilich,